Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Captain of Industry auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück. Wir konnten in der letzten Folge hier erfolgreich den ersten riesigen Abkipp-Muldenlader kaufen oder herstellen. Und ja, der hat jetzt hier blöderweise ein bisschen Erde geladen. Er kann bis zu 234 Einheiten laden. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir wollen ja eh die Kohlegrube wieder zuschütten. Weil, dass wir hier wieder ein schönes Land haben. Ich muss jetzt hier was zum Abschütten angeben. Wir müssen einfach aufpassen, dass trotzdem hier noch abgeschüttet wird und nicht alles da. Weil sonst geht das jetzt sehr schnell und dann bringt es dem wieder nichts am Ende. Und natürlich, dass hier auch der Zugang nicht zugeschüttet wird. Ihr seht, da wird jetzt schon gearbeitet. Aber der sollte das hoffentlich von da unten schütten können. Ja, wieso? Wir haben hier nicht mehr viel Kohle in der Wand, also ich denke nicht, dass ich das rausholen werde. Nur hier den Boden natürlich dann. Das auf jeden Fall. Könnten wir eigentlich auch jetzt schon eins tiefer gehen hier? Das wäre eigentlich nicht so schlimm. Kann mal da ein bisschen aufräumen. Weil da ist doch noch eine Schicht Kohle ist da noch im Boden, habe ich das Gefühl. Wenn schon überall gleich, also so durchziehen zum Beispiel. So, und dann geht die ganze Fläche da nach vorne und so. Jetzt müssen wir schauen, ob die da noch rauskommen. Ich glaube, die fangen jetzt hier an. Ja. Jetzt gibt es natürlich erstmal Abraum, aber der sollte natürlich gleich hier abgekippt werden. Der hat drei Gestein geladen. Das ist natürlich super unglücklich. Ja, es wird hier auch schon der Müll platziert, ganz klar. Aber am Ende soll da wieder ein schön zugefüllter Haufen sein, ohne dass man was merkt. So, wo fährt er jetzt hin? Wo fährt er mit diesen drei Gesteinen hin? Bis nach da hinten? Nee. Kann nicht sein, da kippen wir nichts mehr ab. Hier hinten ist fertig, oder? Ja. Oder kommt er zum Tanken hier hin? Ja, er kommt zum Tanken. Okay. 36. Wir können da mal noch eine neue Tankstelle aufbauen. Die alte ist nicht mehr so geschickt platziert. Hätte ich mal gesagt. Aber hier daneben passt eine neue hin. Denn die sollte eigentlich diese Leute versorgen und nicht... So, Doppelverbindung mache ich weg. Dann fügen wir da mal zwei Fahrzeuge hinzu. Dann haben wir jetzt da auch... Eine Tankstelle, die dafür arbeitet. So, Fabrik läuft noch nicht ganz so voll. Es fehlt jeweils immer noch ein bisschen an gewissen Orten. Da fehlt aktuell das Rohöl. Liefern wir nicht genug an? Wir haben das halt nicht ausgerechnet. Aber andererseits hier ist das saure Wasser verstopft. Also es hat verschiedene Wege, die hier verstopfen. So ist es nicht. So, und auch das Wasser ist so ein Kritikpunkt. Das haben wir noch nicht fertig optimiert da. Aber heute wollen wir schauen. Es ist auch hier Brenngas voll. Solange wir genügend Treibstoff haben, ist das ja völlig okay. Zement ist 0 und gelbe Teile sind ebenfalls 0. Weil keine Betonplatten da sind. Und das liegt daran, weil der hier nicht vorankommt. Ja, jetzt müssen wir hier wirklich... Ich glaube, wir müssen da bessere Schritte eingehen. In die Tiefe gehen. Anders geht das nicht da. Ist die Frage, wo ist da? Boah, wenn wir hier so runtergehen, wäre eigentlich optimal. So in diesem Bereich. Auch hier wieder auf Minus gehen. So. So, oder? Ja, genau. Geht ja doch recht tief. Wir haben keine Gebäude in der Nähe, oder? Ja. Also so zum Beispiel. Das weg. Und dann starten sie jetzt hier. Und ich weiß halt nicht, ist das Kirkis oder was ist da? Da kommt ein bisschen Erde zusammen. Kalkstein. Wir haben da lange gedacht, wir hätten genug. Weil der Tier, der war voll mal. Der war einst mal voll. So. Kohlendioxid wird zum Glück verarbeitet. Das ist gut. Da können wir zufrieden sein. Das Problem ist, glaube ich, keines. Obwohl hier... Die bringen das immer noch nicht weg. Da muss die Priorität höher sein.
Es steht zwar da stabil, aber ich habe das Gefühl, es läuft immer noch alles andere als stabil. Wo ist die Mulde? Die ist hier. 120 Kohle, bringt sie hoch. Das ist doch schön. Und der zweite sollte im Bau sein, ja. Da fehlt es bei den Teilen. Und da fehlt es am Glas. Und zum Glas kommen wir ja nun. Ganz guter Übergang eigentlich. Also, wir haben Glashütte Stufe 2 freigeschaltet. Das heißt, wir haben einen verbesserten Produktionsprozess und eine verbesserte Glashütte, die da mehr schafft. So, jetzt haben wir natürlich alles ein bisschen zusammengebaut. Das war da ein bisschen blöd. Deshalb würde ich einmal alles abreißen. Das geschickt. Jetzt ist die Frage, wie viel verarbeitet der? Das ist der Hochofen Stufe 2. So, zerbrochenes Glas, geschmolzenes, Mischglas in geschmolzenes. Und gab es nicht noch ein anderes Rezept? Ah, der hat uns das erst freigeschaltet. Es gibt später noch was, aber das ist das. 16 Mischglas in 20. Gibt 16 geschmolzenes. Und der da, der macht uns ja auch nur 16 Mischglas in 20. Also ich denke, ein Hochofen reicht. Einer der modernen. Hier zur Seite. Ja, kann dahin. Wegen den Abgasen und so schauen wir gleich. Ja, die mittleren Förderbänder. So. Kohle ist auch noch da. Und jetzt können wir da auch noch einen Mischglas-Container aufstellen. So, einmal das, der nach oben. Gut, kostet schon wieder 180 von den Verarbeitungsteilen. Dann die Glashütte 2 macht 16 in 20. Das passt exakt auf das da. So, die ist einfach riesig. Ja, ich könnte sie auch da hinstellen für den Moment. Komm, machen wir. Nee, geht so nicht. Wir stellen sie so hin, hier. Weil sonst hat hier die Schlacke keinen Platz für zum Rauskommen. Rinne für Geschmolzenes einmal hier hin. Dann... Der stellt ja nur Mischglas her, also der hat kein Abgas. Nur der da hat Abgas, oder? Der auch nicht. Nee. Der macht sogar aus 16 24, also das boostet auch das enorm. So, und das stellt 10 bis 12 Abgas her, das heißt ein kleiner Schornstein daran. Und dann sollte das passen. Stellen wir mal die Zeit hoch, dass das auch gleich gebaut wird. Dann machen wir dann ein super neues Förderband da einmal hin. So, und da machen wir noch so ein Förderband für die Schlacke. Plus, ich habe es versprochen, hier noch einen für zerbrochenes Glas. Den stellen wir auch immer füllen. Ha, ich setze den da hin und schon können die nicht mehr weg. Obwohl das nur angeplant ist da. Das ist ein bisschen blöd. So, und den lassen wir da rein. Und dann können wir da eigentlich die manuelle Betreuung ausschalten. Hier auf aus. Weil jetzt immer alles hier angeliefert werden muss. So, und der hat auch eine tiefe Priorität, dass das immer gemacht wird. Und da läuft die Produktion schon. Jetzt haben wir 24 Glas in 20. So, und der ist aber in 30. Das macht in 60, macht das 72 Glas. Und der verbraucht 20 und 20. Also 40. Wir verbrauchen die Hälfte des Glases und die andere Hälfte bleibt übrig. Das heißt, das sollte jetzt wieder eigentlich sehr effizient sein, muss man sagen. Und Glas entsteht jetzt wieder so gut es kann. Das wird aufgebaut, sehr schön. Und sogar noch vollautomatisch jetzt auch mit dem zerbrochenen Glas, mit Zwischenlager. Ich weiß nicht, ob das... Ja, natürlich stand es wieder kurz vor Füllstand hier. Der füllt jetzt da immer 24 rein. Und dann entsteht auch 16 Glas. Also dasselbe Rechnung und keine Schlacke aus Abresten. Und das ist übrigens das neue Förderband. Wir haben es gar noch nicht gesehen, wirklich. So sieht's aus. Das ist das alte, das ist das neue. Hat das auch... Das kann gestackt Items mitnehmen. Schau an. Das sind ja nur 8.
Das hat drei Items aufeinander gestapelt. Steht das auch hier im Text? Nein, steht nicht. So, aber das war 3,3 und das ist dann 7. Ist schon schön. Und hier wird sich's... Ah, da haben wir auch gleich das Neue, oder wie? Ja. Das ist da auch das Bessere, weil da lohnt sich's auch. Da muss es schnell, so schnell wie möglich gefüllt werden. Ja, bin ich froh. Das heißt, Glas füllt sich langsam wieder. Wir haben wieder Glas, zum Beispiel, um hier was herzustellen. Und da rüsten wir bald auch mit Lagern auf, dass wir da ein bisschen besser die Kontrolle darüber haben, was da produziert wird. Gut, dann sollte der gemacht werden. Wenn der in die Mine geht, kann ich da wieder ein paar Trucks ablösen. Das wäre da zumindest die Sache. Ja, wir können natürlich auch noch einen Bagger... Aber der Bagger bringt mir halt nichts. Die Trucks bringen mir mehr aktuell. Und der hier hat schon wieder ausgeräumt. Alter, alles leer. Wir haben auch einen Verschleiß. Das ist, das ist crazy, was wir hier verbrauchen in letzter Zeit. So, hier die Ecke. Also hier, da müssen wir schon noch eins rein. Mindestens. Und die Ecke muss auch noch weg. Schau doch mal auf der Karte, aber es geht da noch ein bisschen weiter. Und da sind wir auch noch nicht in Gefahr, was zu zerstören. Ja, jetzt Düngemittel waren ein kurzer Auftritt. Das ist zurück zu Normalität gekommen. Eher dann schauen, da das Upgrade. Das kostet halt 320 Glas. Ist nicht gerade günstig. Der neue Truck ist da. Sehr, sehr schön. Der kann natürlich da gleich starten. Und für das nehme ich da wieder ein paar weg. So. Weil der muss ja auch beladen werden, sonst lohnt sich das nicht. Und dann machen wir... Also für Flüssigkeiten weiß ich nicht, ob wir den unbedingt brauchen. Machen wir da gleich den nächsten in die Warteschlange. So. Ja, der muss hier richtig mit Kohle beladen werden. Es gäbe ja für diese mechanischen Teile noch ein Rezept aus Stahl. Das würde doppelt so viel herstellen. Ich könnte auch mal so eines installieren. Einfach, um hier ein paar weitere herzustellen. Wäre gar nicht dumm eigentlich. Weil wir brauchen die ja an anderen Stellen auch noch. Und es wird halt alles von da genommen. Neues Band im Einsatz. Und er fährt schon raus. Sehr gut. Da können sie sich bedienen, wie sie möchten. Da holt schon einer. Weil zum Beispiel hier drüben, da braucht's. Ihr seht. So entlasten wir die Wartung da auch ein bisschen. Oh nee. Ja, jetzt haben wir da ein Problemchen. Wie ist es da bodenmäßig? Was wir aber könnten, müssen wir halt hier ein bisschen kreativ werden. Wir machen jetzt hier eine Auffüllung auf der Höhe 11. Oder Höhe 10. Hier, so. Die Ecke. Und dann gehen wir da einfach runter. Jetzt konnte er durchfahren. Das ist gut. So, mache ich schnell das weg, weil das hat jetzt Priorität da. Kupfermäßig. Sieht alles in Ordnung aus. Das kann so bleiben. Glas. Ja, füllt sich ein bisschen auf. Wir verbrauchen zwar sonst noch sehr viel. Ich bin schon am Überlegen, da zwei zu machen, aber es ist halt... Er hat jetzt immerhin alles oder fast alles verbraucht, was hier zusammenkommt. Also ich könnte schon einen zweiten platzieren. So, ja, müsste einfach eins versetzt sein. Weil das hier nicht mehr richtig zusammengebastelt werden kann. So. Den daran. Placke da. Ja, und jetzt hätte ich es schon gelohnt, da einen großen Schornstein hinzubauen. Mischgas lassen wir weg. Da machen wir nur normales. Weil der verbraucht, der macht jetzt auch doppelt so viel. Da mehr Kohle. Wir brauchen Glas, ist jetzt auch wichtiger. Und sobald das gebaut ist, haben wir die doppelte Menge. Die reicht dann aber wieder aus, weil
Das werden das Doppelte, was wir bis anhin hatten. Also wir hatten jetzt mit einer Maschine so viel wie bis anhin. Und so werden wir jetzt das Doppelte haben. So, und das ist jetzt natürlich schön zu sehen, wie hier die beiden so viel Arbeit schaffen. Und da ist auch schon der nächste bereit. Also, einen hinzufügen. Nehmen wieder ein paar weg. Und wir lassen da gleich den nächsten bauen. Wir haben die großen Lager. Und jetzt machen wir natürlich das große Frachtdepot. Ja, Frage ist, das könnte man wiederum upgraden für 90. Ich muss mir überlegen, was könnten wir gut gebrauchen? Hier so ein Eisen, also so ein Stahl. Das bestimmt. Da unten haben wir Holz, glaube ich, wo voll ist. Ja. Komm, lass uns mal die beiden. Dann schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht, das Spektakel. Aber das ist natürlich dann ein XXXXL-Lager. Also ist, aktuell haben wir 2100 und ich nehme an, das ist dann das Doppelte. Kann ich ein Gewächshaus bauen? Ja, jetzt können wir es uns leisten, glaube ich. Hier, hier, da. So, das ist das große Lager. Ja. Das bietet natürlich sehr, sehr viel Platz. Okay, und wir können jetzt noch. Ah, ja, ich weiß natürlich, was ich noch upgraden kann. Wie wäre es denn mit dem hier? Weil 90 ist eigentlich echt. Also, ist echt machbar. Günstig eigentlich. 4320. Das heißt, die drei alleine haben ja 12.000 Dieselplatz. Wartung. Komplizierter. Er hat auch drei Eingänge. Also, es wird später wahrscheinlich noch was anderes geben da. Wir machen da noch ein Lager für die Elektronikkomponenten daneben. Wenn man es von Grund auf baut, kostet es 180 Rote. Also da ist der Preis dann auch wieder fair, muss man sagen. So, hier, Elektronik wollte ich vollhalten. Ja, das sind halt solche Dinge, die müssen einfach vollautomatisch laufen hier. Es kann nicht sein, dass der Truck das versorgen muss. Ja, LKWs haben Besseres zu tun als das. Muss man schon so sagen. Wir können auch mal noch, dieses Schiff ist doch Stahl und Kupfer. Haben wir doch längst. Haben wir ja locker zur Verfügung. So, beladen. Ich meine, wir haben 7000 Kupfer. Und wir haben 4500 Stahl, der jetzt zwar runtergeht, aber ja. Wir brauchen neuen Wohnraum. Unterkünfte 3. Ja, und wie ihr seht, ist alles super zugebaut. Eigentlich war die Leitung hier geplant zum Umbauen. Und die kommt weg. Gut. Sobald die abgerissen ist, können wir hier mindestens zwei neue Siedlungen hinbauen. Wenn wir denn möchten. Natürlich. Oh, was fährt denn der? Mais? Ah, der wurde neu gebaut, nehme ich mal an. Dass der Mais rumfährt. Okay. Wir könnten den natürlich auch. Ob ich den hier zuweisen kann, bin ich mir nicht so sicher. Wir können gleich mal schauen. Navigation. Ne, hier ist eingestürzt. Da geht er nicht runter. Der kann halt nirgends unter Leitungen durchfahren. Der ist extrem eingeschränkt. Aber hier bei der Kohle haben wir halt langsam genügend da hinzufügen. Nehmen nochmals einen weg. Eisen ist jetzt auch unter Druck. Das heißt, wir nehmen da einen kleinen Bagger weg. Da kann darüber. Vielleicht nochmals zwei Trucks. Man könnte das natürlich auch auf Brenngas umstellen. Ist auch so eine Möglichkeit, weil wir haben genügend Brenngas. Und ihr seht, die Anlage steht still, weil die Energie fehlt. Also, da müssen wir was überlegen. Das Schiff legt gerade ab. Das ist gut. Ah ja, ich wollte noch. Das vergesse ich sonst. Das Schiff ist beladen. Wir schicken es noch schnell auf Reise, hier das Frachtschiff zu reparieren. Dass wir da die 4 von 4 haben. Und falls wir einen neuen Frachthafen bauen, haben wir dann den gleich zur Verfügung. So, kurzer Check noch beim Glas. Ist jetzt nicht mega gestiegen. Liegt aber auch gerade dran, dass da was fehlt. Das sind alles Dinge, die ich jeweils dann vor der nächsten Folge anschauen werde. Dass dann das möglichst lange gut geht da. So. Schiff könnten wir hier noch in Schlacht schicken. Ah, komm, schauen wir noch schnell, was es macht. So, schauen wir schnell drauf. Ja, sieht gut aus, dass wir das gewinnen. Sehr schön. Elektronikteile. Ein Grundwasserbrunnen haben wir entdeckt. Oh, der ist natürlich toll. Weil da können wir.
Wasser besorgen. For free. Und das ist nicht Meereswasser, sondern normales. Das ist natürlich sehr viel wert. Hätten wir das gehabt, könnten wir hier zum Beispiel Wasser anliefern. Ohne diesen Teil. Gut, lohnt sich da nicht so sehr. Wird sich eher schon hier bei der Energieversorgung lohnen. Weil dann ein Part weniger so abhängig ist. Das ist die Sache. Ja, ich überlege mir das auf jeden Fall mit dem Brenngas noch. Weil, ja, das hat schon die Idee, dass wir das eventuell abziehen, um hier Energie zu, also Dampf zu produzieren, die dann die Energie antreibt. Das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit. Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben jetzt Gewächshäuser gebaut. Wir haben die Glassache geupgradet. Das sieht doch schön aus. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Es ist zwar langsam, es wird sehr kompliziert und komplex, aber wir wollen es durchspielen, wir wollen es schaffen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!